Einmal im Jahr, am 1. Juni, tauchen alle möglichen Firmen ihre Logos in Regenbogenflaggen, um zu zeigen, dass sie die LGBTQ+-Gemeinschaft unterstützen und sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen. Was ja an sich eine gute Sache ist. Nur sobald am 1. Juli dann wieder jegliche Regenbogenflagge verschwindet und die Taten mancher Unternehmen eher queerfeindlich zu sein scheinen, oder wenn Shein sich mit Influencern schmückt, die für Body Positivity und Diversity stehen, um ihrem Unternehmen genau dieses Image zu verpassen, habe ich mich gefragt, betreiben diese Firmen eine Art Woke-Washing? Geht es ihnen wirklich darum, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu bekämpfen und die Welt eine bessere zu machen? Oder werden hier gerade diverse Bewegungen und politische Einstellungen genutzt, um am Ende das zu machen, was wohl den meisten Unternehmen am wichtigsten ist, nämlich Geld? At the end of the day, we always have to acknowledge and remember that corporations are trying to make money. Also so ähnlich, wie wir es zum Beispiel in der Modeindustrie in Form von Greenwashing kennen. Also wenn Fast-Fashion-Unternehmen auf einmal Themen wie Umweltschutz oder Nachhaltigkeit sich groß auf die Flagge draufschreiben und ihre Etiketten grün machen und Sustainable draufklatschen und Werbung machen, die sie dann als planetenrettende Company darstellen und sie aber in Wirklichkeit statt den Planeten zu retten eher sowas auslösen. Aber Greenwashing reicht halt nicht mehr aus, denn wir als Verbraucher sind hoffentlich besser informiert als früher oder besser gesagt, wir haben gelernt, die grünen Sustainable-Etiketten nicht mehr für bare Münze zu nehmen. Und Woke-Washing greift eben nicht die Umweltfragen, sondern die sozial-gesellschaftlichen Fragen auf. Ob in Filmen, Werbung oder Serien, die Frage wird immer lauter: soziales Engagement oder reine Strategie? Haben sich Marken aus Politik und sozialen Fragen lieber herausgehalten, aus der Sorge, dass sie einen Teil ihrer möglichen Kunden verlieren. Leute, genauer gesagt, waren Werbungen alles, nur nicht politisch korrekt. Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es geht noch weißer. Das neue Blanco 73. Hinein mit Blanco in die Maschine. Aua! Mit Blanco 73 wird alles herrlich weiß. Auch farbige Sachen. Neu. Maggi Fix für China-Pfanne. Und die immer weiter fortschreitende Aufklärung führt natürlich dazu, dass Awareness geschaffen wird, dass sowas natürlich überhaupt nicht klar geht. Und wo sich Marken früher kaum getraut haben, sich politisch zu positionieren, kann es heute sogar das größere Risiko sein, keine Partei zu ergreifen. Marken können es sich in manchen Fällen sogar nicht mehr leisten, neutral zu sein, denn Neutralität wird in manchen Fällen sogar als Mitschuld gewertet. 2020 heißt es laut einer Studie von Edelmann, kaufen oder boykottieren 64% der Verbraucher auf der ganzen Welt eine Marke allein aufgrund ihrer Haltung zu einem sozialen oder politischen Thema. Das zeigt auch eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die besagt, dass 2/3 der deutschen Konsumenten der Ansicht sind, dass Marken zu gesellschaftlichen Themen Stellung beziehen sollten. Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen genau das tun. Zudem zeigte eine bestimmte Kampagne, dass Haltung zeigen sich unternehmerisch lohnen kann. Zu verstehen, warum so viele Unternehmen heutzutage politische Haltung zeigen wollen, müssen wir erstmal ein paar Jahre zurückgehen und uns die Mutter aller woken Werbekampagnen anschauen. Die Kampagne, die Brands und Marketingagenturen auf der ganzen Welt gezeigt hat, sozial ist super. Die Rede ist von Nikes Dream Crazy Kampagne zusammen mit US-Footballspieler Colin Kaepernick. Tonight, the first game of the new season, and Nike is running an ad featuring Colin Kaepernick. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Der Footballspieler wurde zum Gesicht der Nike-Kampagne, nachdem er sich während der Nationalhymne als Zeichen hingekniet hat, um auf soziale Ungerechtigkeiten und rassistische Polizei aufmerksam zu machen. Colin Kaepernick refused to stand during the national anthem, taking a knee to protest police brutality. Und das fanden Leute teilweise so schlimm, dass sie ihre Nike-Schuhe verbrannt haben. Several people posting videos burning Nike shoes. Nike is running straight into a political controversy. People are so angry they're burning their own shoes.
Is Nike taking a risk? I think they're taking a stand. And I'm never buying another Nike product again. Nike's stock today dropping 3%. Nike ist jedoch trotz des Backlashs nicht von dieser Position abgewichen. Und für viele war das ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit und für echten Einsatz. Ein Zeichen, wodurch die Stimmen der Gegner immer mehr verstummten und der Zuspruch immer lauter wurde. I went out today and bought me some Nike stuff. Oh, yeah. I want to applaud Nike. Speak up. We're right behind you. This thing is bigger than just the United States, and I think it resonates throughout the world. Kaepernick asegura que es Nike hat es geschafft. Sie haben ein Zeichen für Gerechtigkeit gesetzt, und das Zeichen war ein Swoosh. Aber das war nicht alles, denn genauso wie ihr Swoosh raste auch ihr Aktienkurs steil bergauf, wuchs um 5% und erreichte ein Rekordhoch an der Börse. Nike stock reached an all-time high last Friday. I'm gonna buy more Nikes now. Nike's on the right side of history. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough. Das war der Moment, als andere Marken das Licht am Himmel sehen konnten. Wer mutig genug war, sozial-gesellschaftliche Ziele in ihrem Marketing einzubauen, konnte mit einem großen Erfolg rechnen. Und kein Wunder, es ist wirklich schwer, sich das anzuschauen und keine Gänsehaut zu bekommen. Ich habe sogar Pipi in den Augen bekommen, weil sowas kriegt einen halt. Das löst einfach solche Emotionen in mir aus, wo ich direkt komplett hinter der Marke stehen möchte. Aber genau das ist halt auch die Krux an der Sache. Bevor wir uns jetzt anschauen, die Unternehmen uns dahingehend manipulieren, muss ich euch von dem Blink erzählen, den ich neulich angehört habe. Der passt nämlich wie die Faust aufs Auge dazu. Denn dieses Video wird unterstützt von Blinkist, und Blinkist ermöglicht es einem, das Wichtigste aus 5500 Sachbüchern und Podcasts in nur 15 Minuten zu verstehen. Und ich habe jetzt den Blink Manipulationstechniken von Tamara Petri angehört, denn nicht nur Unternehmen, sondern auch Menschen in unserem täglichen Leben können uns manipulieren. Daher ist es umso wichtiger, dass man die Manipulationstechniken kennt, damit man in Zukunft besser damit umgehen kann. Und es gibt übrigens eine neue Funktion bei Blinkist, die so Spaß macht, nämlich Blinkist Spaces. Damit kann man nämlich seine Lieblingsblinks mit seinen Freunden oder seiner Familie teilen, also wie ein Buchclub. Man kann auch Notizen und so hinzufügen und sich danach darüber austauschen. Irgendwie voll geil. Und deswegen probiert es am besten einfach mal aus, denn mit meinem Link in der Beschreibung bekommt ihr eine kostenlose 7-Tage-Testversion, und wenn ihr danach überzeugt seid und ihr mehr davon wollt, bekommt ihr mit meinem Link zusätzlich noch 25% Rabatt auf Blinkist Premium. Kommen wir nun zurück zu, warum diese Marketingstrategie von Nike und Co. so gut bei uns funktioniert. Also, ich gucke diesen Werbespot an, Gänsehaut, Pipi in den Augen, und genau so werden wir nämlich geködert. Mit unseren Emotionen und Werten und somit mit unserer Persönlichkeit. Denn bei Marken geht es nicht unbedingt darum, zum Beispiel den besten Sneaker zu kaufen, sondern den Sneaker mit der Marke, mit der du dich identifizierst oder die zu dem passt, was du nach außen sein willst. When I make choices about different brands, I'm choosing to create an identity. When I put that shirt on, when I put those shoes on, those jeans, that hat, someone is going to form an impression about what I'm about. Zum Beispiel wollte ich unbedingt eine Zeit lang nur Sachen von Adidas statt Nike kaufen. Einfach nur aus den Gründen, weil A, ich eher ein deutsches Unternehmen statt ein amerikanisches unterstützen wollte, und B, weil Lisa von Blackpink oft mit Adidas kooperiert und ich irgendwie ihren Style so cool finde und deswegen so wie sie aussehen will. Das heißt, ich habe bewusst dann nur Sneaker von Adidas angeschaut, weil ich unbedingt was von Adidas statt Nike tragen wollte. Nicht wegen den Sneakern, sondern anhand von dem, was die jeweilige Marke für mich widerspiegelt. Kurzer Randnote, ich habe in dem Fall mich dann doch irgendwann für den Sneaker entschieden, und dann wurde es ein Nike-Sneaker. Jetzt stellt euch aber vor, es geht um viel mehr als nur Deutschland versus USA oder wie ein K-Pop-Star aussehen, sondern es geht dann um moralische Werte oder politische Haltungen, die genau das widerspiegeln, wofür ich stehe. Dass du dich für das Produkt entscheidest oder eben auch nicht, weil du hinter der Haltung stehst oder eben auch nicht, weil du damit ein Zeichen setzen willst, dich damit identifizierst und die Marke dann auf einmal für so viel mehr steht als nur für eine amerikanische Sportschuhmarke. Den Nike-Schuh damals zu tragen, hatte dadurch eine politische Haltung bekommen. Und so sieht man auf einmal immer mehr große Brands, die alle für irgendetwas einstehen wollen. I do worry though that people have become a little too convinced by corporations that suddenly seem to have political stances. That's what I worry about.
So wollte uns Pepsi zum Beispiel damals zeigen, wie Kendall Jenner einfach mal eben Rassismus und Polizeigewalt mit dem Öffnen einer Pepsi-Dose beendet hat. Oder auch bei Burger King. Die haben nämlich extra passend zum Mental Health Awareness Month passend ein Menü rausgebracht. Mit ungefähr so hilfreichen Sätzen wie bei einem Kathi Hummels Retreat, nämlich mit Sätzen wie No one is happy all the time and that's okay. Cool. Danke, Digga. Dazu nutzt Burger King ihre Mental Health Kampagne, um noch ganz entspannt nebenbei die McDonald's Happy Meals subtil zu dissen. Sehr stilvoll. So klar wie Wokewashing in diesen Fällen erkennbar ist, so leicht ist es jedoch nicht immer. Denn die Grenze zwischen ehrlichem Aktivismus und der Instrumentalisierung von woken Ideen sind oft nicht so leicht zu erkennen. Und gerade bei Filmen ist das oft nicht so leicht einzuschätzen. Denn macht man es richtig, können wirklich inspirierende und tolle Werke entstehen. Doch leider merkt man bei Filmen und Serien immer öfter, dass der Anreiz, eine Geschichte möglichst woke zu machen, den eigentlichen Kern der Geschichte verwässert. Und die Fiction-Abteilung bei Netflix, die ist nämlich völlig irre. Die ist so völlig deep down in diesem woke und PC-Gaga so. Und Netflix meinte so, ey, wir würden das gerne machen, wir müssten nur so ein paar Sachen irgendwie ändern. So, es wäre zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ein paar mehr von den Kriminellen irgendwie, also die in dem Buch, in dem Film vorkommen, dass ein paar mehr davon Deutsche wären. Die wollten Neukölln politisch korrekt machen. Also die wollten so einfach so meine Jugend irgendwie so machen, dass es so in ihren politischen Film so reinpasst. Und dann, und das denke ich mir nicht aus, Tommy. Netflix meinte, ey, wäre es nicht geil, wenn diese da im Park am Anfang, wenn es nicht so arabische Jungs wären, sondern wenn es so eine deutsche lesbische Mädchengang wäre? Nur damit ihr mich nicht falsch versteht, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, statt Remakes, Ereignisse oder alte Märchen umzuändern, damit sie möglichst woke sind, warum nicht lieber neue Geschichten und Filme kreieren? Warum remake man zum Beispiel sonst einen Film, der eigentlich männliche Protagonisten hatte, behält das Konzept und alles bei und die einzige Änderung, die man macht, ist, dass man die männlichen Protagonisten mit weiblichen austauscht. Lässt sich erstmal vielleicht gut bewerben. Ein Film, in dem starke Frauen im Vordergrund stehen. Das ist ja ganz klar feministisch. Aber ist das wirklich so? Weil ich habe fast das Gefühl, dass es schon fast antifeministisch ist. Als würde man nicht daran glauben, dass man eine neue starke Filmmarke mit Frauen aufbauen könnte und ihnen dann lieber eine gibt, die schon von Männern etabliert wurde. Also ja irgendwie ein feministischer Film, getragen auf den Schultern von Männern. Das ist irgendwie so, als würde man mir nicht zutrauen zu malen und deswegen gibt man mir so ein Malen mit Zahlen oder sowas vorskizziertes, was ich nur noch so ausfüllen muss. Und mir dann zu applaudieren, so als wäre ich so ein kleines Kind, was Aufmerksamkeit und Anerkennung braucht. Dabei gibt es doch gerade so gute Beispiele, wie man es besser machen kann. Ein weiteres beliebtes Mittel, um als Brand politische Haltung, Political Correctness oder Bewegungen zu zeigen, ist die Auswahl durch den richtigen Influencer. Und apropos Influencer, Leute, wenn ihr kein Internet-Tea mehr verpassen wollt, dann hört unbedingt in meinen Podcast Nieren und Bubble Tea rein, denn jede Woche tauchen Tom und ich in die verschiedenen Internet-Bubbles für euch ein, damit ihr nichts mehr verpasst. Deswegen checkt es unbedingt aus auf Spotify und auf Apple Podcasts. Okay, weiter im Video. Jeder Influencer hat ja gewisse Attribute, für die sie stehen. Das können zum Beispiel oberflächliche Attribute sein, wie zum Beispiel Sport, Beauty oder Luxus, oder auch tiefergehende und persönliche Attribute, wie zum Beispiel politische Einstellung oder Gender-Identität. Und Marken, die ihre eigene Brand stärken wollen, nutzen genau das. Was früher noch oberflächlich und direkter war, zum Beispiel Sportmarken suchen Sportinfluencer, Beauty-Produkte suchen Beauty-Influencer, geht jetzt einen Schritt tiefer. Denn jetzt geht es darum, die Werte der eigenen Marken widerspiegeln zu lassen durch Influencer, die nach diesen Werten leben. Was man natürlich auch machen kann, ist einfach als Brand die Werte der Influencer einzukaufen, wenn man als Brand meiner Meinung nach keine hat. Es gibt aber noch einen ausschlaggebenden Punkt, warum es sich für Unternehmen finanziell lohnen kann, möglichst woke Ziele zu verfolgen. Ein
Eine Begründung dafür könnte der Corporate Equality Index sein, kurz CEI. Der Corporate Equality Index ist eine jährliche Bewertung, die von der Human Rights Campaign Foundation durchgeführt wird, um die Bemühungen von Unternehmen im Hinblick auf die LGBTQ+-Rechte und die Förderung von Vielfalt und Inklusion zu bewerten. Und dieser Index kann für Unternehmen von großer Bedeutung sein, da sie sowohl intern als auch extern positive Auswirkungen haben kann. Aber warum ist ein hoher Wert in diesem Index so wichtig für Unternehmen? Ein hoher CEI-Wert kann für bestimmte Investoren ein Unternehmen ansprechender machen. A high CEI score can reassure investors that the company is a relatively safe bet. If you do not comply with the HRC's guidelines and receive a low CEI score, then investment firms that control trillions of dollars, such as BlackRock, will actively avoid investing in your company. Daher stellt sich die Frage, wer ist denn wirklich an echtem Aktivismus und einem gesellschaftlichen Wandel interessiert? The biggest problem with this score is that you'll never know the difference between an actually progressive, inclusive company and one that's just trying to get a higher score to look good for investors. Handelt es sich nicht eigentlich um profitorientierte Unternehmen, die auf zynische Weise den Idealismus des Menschen ausnutzt und fortschrittlich orientierte Marketingkampagnen einsetzt, um Kunden zu gewinnen und seine Zahlen zu steigern? Und Tatsache, genauso wie beim Greenwashing, hat auch die Wirkungsweise vom Wokewashing ein Ablaufdatum. Während 2020 Haltung zeigen noch beim Konsumenten ein Muss war, zeigt eine aktuelle Studie des Nachrichtensenders CNBC, dass die Verbraucher zunehmend desinteressiert sind an Marken, die sich für gute Zwecke einsetzen. Während im Jahr 2019 noch 70% sich gewünscht haben, dass Marken sich mit politischen und sozialen Themen auseinandersetzen, ist die Zahl dieses Jahr auf 43% gesunken. Und auch die Käufe oder die Befürwortung für Marken auf Grundlage von Überzeugungen ist zurückgegangen. Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, Werbung einfach Werbung sein zu lassen. Oder Schneewittchen auch einfach mal das legendäre Märchen sein zu lassen, ohne daraus eine 2023-Version machen zu müssen. Wir müssen nicht in allem eine politische Haltung oder eine Bewegung reinballern. Und vor allem nicht, wenn die eigentlich wichtigen Bewegungen dann nur als Marketingstrategie oder für einen hohen Score für Investoren ausgenutzt werden.